Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Delta Force. Wir gehen heute, wie besprochen, rein mit einem schönen Snipergewehr. Wie ihr seht, ist es dabei ein anderes, denn ich habe schon ein bisschen quasi ohne Aufnahme gezockt und habe in der einen, in dem einen Run das Snipergewehr verloren, habe aber lustigerweise in einem anderen Run dieses Snipergewehr hier erbeuten können, habe es noch ein bisschen ausgebaut, habe mich wieder knapp 100.000 gekostet, aber sieht gut soweit aus. Wir haben ein bisschen Ausrüstung am Start, nichts Besonderes, ich glaube das Höchste ist blau, eine Pistole noch als Backup und ja, mal schauen, wir gehen allein rein. Und wir gehen auf die auf diese Wüsten-Canyon-artige Map. Ich glaube, die ist besser zum Snipern geeignet einfach. So, wir haben eine Match gefunden. Wir gehen... Gehen wir mit ihr wieder rein oder mit dem Heiler? Könnten wir mal mit ihr... Ah, wir gehen nochmal mit ihr. Fuck, ich habe schon wieder vergessen auf den Bestätigungsknopf zu drücken. Egal, gehen wir mit ihm rein. Er ist eigentlich sowieso am besten für alleine, finde ich. Sie ist zwar auch ganz geil, aber er hat halt diese Möglichkeit, sich die ganze Zeit zu heilen. Das ist so geil. Okay. Interesting. Wir könnten schnell mal hier reinschauen. Ja, wir gehen mal ganz schnell dahin. Würde ich sagen, da oben. Und dann schauen wir mal, dass wir aber auf jeden Fall schnell hier wieder wegkommen. Nicht, dass wir hier noch Leute in Gebäuden treffen, das wäre ein bisschen ungünstig, ne? Aber schnell. War das? Holy shit. Ich glaube, das waren schon. Okay. War das Spieler? Verfluchte Scheiße. Ach, waren das nur NPCs? Die haben mich mega erschreckt, weil die auf einmal durch die Scheiben da oben geschossen haben. Oh. Kurz hatte ich ein bisschen Angst gehabt. Übrigens mal eine kleine Backup-Waffe. Ja, da ist ein Spieler drin, oder? Nicht irgendwie hoch. Oder auf wen haben die jetzt schon wieder geschossen? Bin ein wenig irritiert. What the fuck? Schnauze halten. Als NPCs. Macht mich doch nicht so kirre heute hier. Was ist denn los? Wir könnten dann mal ein bisschen Action reinbringen. Frage ist, ob ich das will. No! War das kein fucking Headshot? Dann war da doch Spieler drin. Oh, ich werd wahnsinnig, Alter. Oh, come on. Minus 89. Oh, come on. Shit. Und ich wollte gerade nochmal nachschießen. Das war jetzt ja ein bisschen unlucky. Ah, nö.
Warum? Ja, ich hatte nicht in das Gebäude reingehen sollen als Sniper. Beziehungsweise ich war mir jetzt auch tatsächlich unsicher, ob da tatsächlich jetzt Spieler waren oder auch nicht. Irgendwie hat es mich ein bisschen alles verwirrt. Verwirrt. Die Sache ist die, haben wir jetzt noch... Na, wir haben kein Elite. Ach, Elite-Set brauchen wir auch gar nicht, weil wir brauchen... Rekruten-Set. Ich hätte gern was mit einer Sniper. Ja, 2000 machen wir. Ja, ich hätte gern die Sniper dann wieder. Dann gehen wir nochmal mit einem Rekruten-Set rein. Passt. Ja, bla 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 bla. Da gehen wir aber auf jeden Fall nochmal hier rein. Zero Dam is full of dangers. Be very careful. Weil wir haben ja keinen Scope auf der Waffe. Ich glaube, da ist dann Zero Dam besser geeignet für. Nice, Match ist da. Könnten eigentlich nochmal. Nee, wir nehmen ihn. Ich habe jetzt auch, glaube ich, nicht drauf geachtet, was für Heilungsmöglichkeiten wir dabei haben. Okay, hätte ich das gewusst, hätte ich lieber die Piste gezogen, dass da ein Spieler kommt in dem Gebäude. Wir haben mit Piste vielleicht besser gefahren. Weil wir haben schon einen Headshot gegeben, glaube ich. Sah zumindest aus. Okay, wir sind direkt im Zementwerk. Ja, dann gehen wir auch da hoch, wo uns ist. Schauen wir mal, dass wir das Ding hier rauskriegen. Ja. Nimm dir das mal, das schöne Snipergewehr. Wir müssen aufpassen, hier könnten relativ fix auf jeden Fall Spieler kommen. Deswegen will ich keine Zeit verlieren. Und ich renne einfach mal direkt da hoch. Versuchen wir schnell mal den Loot zu schnappen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Da hilft jetzt wahrscheinlich nicht wieder hoch. Lol. Bitches. Oh, geil. Also ich muss sagen, wenn man alleine so ein Dreier-Team auseinander nimmt und dabei nicht an einem fucking NPC stirbt, dann ist das schon M14. Ist auch interessant. Vielleicht nehmen wir... Ich würde gerne Backup-Waffe haben. Dann ist das schon sehr befriedigend. Ich hatte auch in den Runden, wo ich jetzt nicht aufgenommen... Was ist denn jetzt los? Wo ich nicht aufgenommen habe, auch das ein oder andere Team mal auseinandergenommen, tatsächlich. Das war teilweise sehr spannend. Ja, wie wo? Ich möchte noch ein bisschen Muni. Und die Weste. Wenn die Angler-Weste OP ist. So, was wollte ich sagen? Ja. Ist auf jeden Fall, macht Bock.
Fucking NPC, Alter. Der schreckt mich immer. Es macht Bock, wenn man sein ganzes Team auseinander nimmt. So, wo war denn jetzt eigentlich der Dritte? Der muss doch hier auch noch irgendwo sein, da hinten. Meine Güte. Wenn er mal wiederkommt? Ich glaube nicht. Jetzt halt auf mich zu erschrecken, bitte. Hallo, hör auf damit! Warum ist er wieder immer wieder in dieses fucking Menü reingegangen? Holy shit! Was wollen die ganzen NPCs von mir plötzlich? Oh Gott, 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 Gott. Ich geh mal ein bisschen weg hier. Sieht jetzt meine Rüstung aus? Oh Gott, jetzt ist die runter auf 18. Ja, egal. Ich bin eigentlich hier oben. Hier war ich tatsächlich noch nie. Oh. Oh. Oh, 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 oh. Oh. Wollen wir mal tauschen? Wie viel ist das wert? 13.000. Das nehmen wir mal mit. Damit sich der ganze Bums hier auch schon mal ansatzweise gelohnt hat. Eigentlich müssen wir nur noch rauskommen, dann sind wir schon good to go. Ich meine, wir haben eine schöne Waffe. Wir haben ein Team auseinandergenommen. Was wollen wir mehr? Wir können auf dem Weg noch ein bisschen was mitnehmen. Wir müssen eh ganz nach da hinten. Können wir hier noch mal ein bisschen durchschauen. Schild-Dude, Alter. Lass mich in Ruhe. Kein Bock auf dich. Bye. Das ist Spieler, ne, oder? Nee. Doch, das ist ein fucking Spieler. Fucking Spieler, Alter. Nehmen wir eine andere Position ein. Nein, der ist schon mal tot. Ich weiß kurz, welcher steht da. Na komm, piek nochmal. Interesting, 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 was hier abgeht. Wo ist jetzt der andere Dude? LOL! Da ist aber noch einer, glaube ich. Oder?
Sind jetzt alle tot. Woher kam diese andere Granate? Ne, die sind alle tot, glaube ich. Ja, Leichen sind weg. Ja, das meine ich. Also hier kann man immer mal viel Spaß haben auf jeden Fall. Auch wenn man alleine unterwegs ist. So viel steht fest. Lass mal die fallen. Wir nehmen mal die mit. Oh, der hat aber interessante Sachen auf jeden Fall im Start. Ich habe hier noch die Muni drin von dem anderen Gewehr, ne? Eine Hadara. Ja, das nehmen wir auch noch mit. So, was hast du Schönes? Leider ist deine Rüstung komplett im Eimer. Aber jetzt habe ich gar nicht bei dem anderen geschaut nach der Rüstung, ne? Die Infusion. Ja, lass uns mal die Infusion mitnehmen. Lass uns mal das Ding mitnehmen, weil die ganzen Heilsachen brauchen wir ja eigentlich nicht. Eine Rüstung ist auch komplett im Eimer. Wenn wir den anderen haben wir irgendwo da hinten gekillt, ne? Den an. Ach, das war ganz oben, ne? Lass uns mal ganz schnell da hochlaufen. Ich würde gerne mal gucken, ob der eine Rüstung hat. Ah ja, hier ist er. Ja. Ah ja, immerhin, ne? Immerhin noch 8 Rüstungspunkte. Ist da sonst noch irgendwas Feines? Ein Solarpanel. Das ist aber einiges wert. 23.000, 7.000. Ja, warte mal, wie machen wir das? Erstmal auf die Muni. Ich glaube, wir machen das mal irgendwie. Das ist so fucking breit. Die Muni muss ich auf jeden Fall versuchen, wieder mit zurückzubringen. Die war schweineteuer. Fallen lassen. Kann ich das da reinmachen? Das ist noch breiter. Holy fucking shit. Wir machen es mal so. So. Und so. Eigentlich würde ich die Cola auch noch gern mitnehmen. So. Okay. Cool. Ja, läuft. 2 Teams ausgeschaltet. Was will man mehr? Ein bisschen Loot. Raus geht's, würde ich sagen. Okay, NPC. Manchmal machen mir die NPCs Angst. Kommen nämlich immer so angerannt. Yay, und wir haben eine Mission erfüllt. Läuft! Ich würde sagen, wir hauen rein. Dann können wir in der nächsten Folge nochmal dieses Sniper-Gewehr upgraden. Komischerweise sind meine Runden mit dem Sniper-Gewehr ohne Visier besser als die Runden, wo wir das Ding richtig spielen. Okay, da ist auf jeden Fall Party. Wir sollten nur nicht sterben. Wir sollten es mit dem Glück nicht übertreiben. Wir haben schon 2 komplette Teams ausradiert. Im Normalfall, wenn man auf ein paar Leute trifft, die ein bisschen was drauf haben, dann sollte das nicht unbedingt immer so einfach werden. Ah, da können wir nicht raus, ne? Wir müssen schon da hoch. Okay. Naja, wir sind aber relativ mobil durch unseren Rauch und so. Wir können auch schnell mal abhauen. Wir sind auf jeden Fall da drin irgendwo beschäftigt. Mal, dass wir da irgendwie relativ zügig vorbeikommen. Shit, wir müssen da durch. No. Eine Stufe weiter, oder? In dem Gebäude gegenüber. Sind auf jeden Fall ein paar Leute gestorben. Ich glaube, die prügeln sich da. Bedeutet, wenn wir vielleicht fix sind, könnten wir eventuell ganz schnell mal hier entschwinden.
Wir tun einfach mal so, als ob wir hier nichts gesehen hätten. Ich will mein Glück jetzt nicht überstrapazieren. Soll ich mal einen kleinen Sneak Peek machen? Denn wir können ja abhauen. Oh ja. Lol. Der ist tot. Der ist auch direkt tot gewesen. Das heißt, er war allein unterwegs. Keine Ahnung, ob Spieler oder... oder NPC. Aber... wie gesagt, will mein Glück nicht überstrapazieren. Wir rennen. Wir rennen mal ein bisschen. Kollege! Was ist das? Da steppt doch auch schon wieder irgendwer, aber ich glaube, es war auch ein NPC. Was ist Cheyenne fucking NPC? Glaube ich zumindest nicht. Yo. Holy fucking shit. Ren. Holy shit, Alter. Jetzt wird's nochmal spannend. Aber ich glaube, der hat sich zurückgezogen. Das sollten wir easy schaffen. Wir haben nur 10 Sekunden Extraction Time. Könnte jetzt noch mit den fighten, aber ich will das Snipergewehr rausholen. Hätte ich das Snipergewehr nicht dabei, würde ich es auch machen. Aber. Ja. Meine aktuelle Methode ist nämlich tatsächlich, also zumindest habe ich das meiste so gemacht, wenn ich nicht aufgenommen habe. Ich bin eigentlich immer nur mit der Piste rein und habe dann da ein bisschen Stress gemacht, weil es geht eigentlich ganz gut. Du gehst mit der Piste rein, knallst ein, zwei NPCs ab, dann hast du schon einigermaßen gute Waffen, zumindest reichen die aus, um dich mit den meisten Spielern anzulegen, wenn du jetzt nicht auf einen extrem equippten Spieler triffst, der die krasseste Rüstung hat und so, was meistens aber nicht der Fall ist, zumindest nicht in den Anfangsleveln. Von daher ist das eigentlich immer ganz geil und dann gehe ich auch immer meist full in, weil ich habe ja nichts zu verlieren, ich bin nur mit der Piste rein, also kann ich auch, ja, ist egal, wenn ich sterbe, dann lieber einen geilen Fight mitnehmen. Aber in diesem Fall wollte ich gerne lieber mal mit der Sache hier raus, weil ich das Gewehr gern haben möchte. Okay, tötet 10 Feinde mit spezifiziertem Waffentyp. Nice. Maximale Feuerkraft, 1000 Schaden und 5 Kämpfer. Wir haben aber viel, viel mehr Kämpfer umgebracht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hatte ich schon mal, das ist auch mein höchstes. Mehr als 7 hatte ich bisher nicht. Nice. Nice. 280.000. Ich muss dringend auch mein Inventar ausräumen. Das Problem ist, wenn du immer mit Piste nur reingehst und jedes Mal mit Sachen wieder rauskommst, wird das Inventar irgendwie ziemlich voll. Naja, wir gehen erstmal zurück zur Lobby. Dann schauen wir mal. Jo, war auf jeden Fall eine nice Runde. Was? Achso, da gab es ja keine EP auf der Map. Ja, stimmt. Sonst hätten wir bestimmt ganz coole PS bekommen. Okay, wir sind auch bald Level 22. Ich glaube, wir müssen 23 werden, damit ich die Base noch mal ein bisschen weiter ausbauen kann. So, jetzt lass mich mal hier kurz gucken. Wofür kann man das Ding denn alles verwenden? Blackside. Okay, das könnten wir aufheben. Das Problem ist, ich habe nur keinen Platz mehr, um hier Sachen aufzuheben. Dementsprechend werde ich es einfach verkaufen. Scheiß drauf. Ich weiß sowieso gar nicht, wie das ist. Wenn dieser Alpha-Test hier endet, dann wird man ja vermutlich eh seinen ganzen Fortschritt verlieren. Und aus, ja, oder? Ja, doch, wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass man den behält, falls dann das Spiel rauskommt. Von daher ist es eh alles egal.
Und auch sonst wäre es auch egal, wäre es ja nicht so die Welt. Ja, lass uns nochmal hier ein bisschen verkaufen. Das können wir direkt verkaufen. Das spielt nicht so viel Rolle. Ja, komm, wegen den 2000. Wie sieht es hiermit aus? 23.000, kommen 3.000 mehr. Das schmeißen wir mal ins Auktionshaus. Verkaufen wir so. Das hier ist unsere teure Muni. Ah, das Gewehr benutzt die gleiche Muni. Ja, okay, nice. Okay, verkaufen, verkaufen. Oh, doppelt so viel. Ins Auktionshaus. Das können wir mal aufheben für den nächsten Run. Die ganze Muni schmeißen wir mal hier rein. Das verkaufen wir auch mal. Oh, können wir so verkaufen. Das Ding. 14.000. Ja, komm, Auktionshaus. Let's go. Mal hier rein. Das lassen wir mal da oben. Aber die Muni ist, glaube ich, ein bisschen mehr wert, ne? Lass mal hier hin machen. Lass mal die Muni darin machen. 19 Schuss müssen wir eh auffüllen. Das Ding können wir reparieren. Da haben wir gleich eine gute Weste. Der Helm ist noch fresh. Die 20 Schuss verkaufe ich einfach mal. Das Gewehr würde ich jetzt hier auch verkaufen. Brauchen wir nicht. Wollen wir es auf dem Markt verkaufen? Ja, komm, gibt gute 5.000 mehr. Das kann man separat verkauft man das. Okay, interessant. Ja, die Muni schmeißen wir auch mal da hin. Beziehungsweise, ja, egal. Mal schauen. Gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gehen wir dann mit dem Snipergewehr nochmal rein. Das ist, glaube ich, auch sogar besser als das, was wir eben hatten. Das hat nämlich, glaube ich, eine höhere Reichweite hier. Erste Hilfe. Ja, nice. Können wir abholen. Cool. Er gibt uns auch direkt eine neue Mission. Hier. Nehmen wir direkt an. Sehr schön. Und wir haben wahrscheinlich auch schon wieder einiges auf dem Marktplatz verkauft. Alles bitte abholen. Danke. Und alles löschen. So, wie viel haben wir? 800.000, okay. That's okay, I guess. Okay. Wollen wir das mal kurz nochmal zusammen hier modifizieren, bevor es dann in der nächsten Folge weitergeht? Das hat auf jeden Fall auch einen Dreibein, das hat das andere auch nicht. Scope. Scope, Scope, Scope. Ich würde tatsächlich wieder zu einem 3- und 7-fach tendieren. Nicht genug. Ach, fuck, wir haben nicht genug Platz. Okay, warte mal. Wir müssen erstmal hier ein bisschen switchen. Können wir das mal hier reinschmeißen? Warte mal, vielleicht sollte ich hier nochmal ein bisschen was verkaufen. Wir haben auch so viele von diesen MP5-Dingern hier. Lass die mal verkaufen nochmal alle hier. Könnt ihr auch auseinanderbauen? Scheiß drauf. Alles weg damit. Hat das jetzt gemacht? Nee. Warum nicht? Da muss ich jetzt Teil einzeln machen? Ach, weil die Dinger jetzt nicht los wird. Ach, come on. Verkaufen. So, warte mal. Nicht genügend Auktionsplätze. Ach so, meine Güte. Ja, dann warten wir erstmal. Oder verkaufen wir es so? Nee, das sind 20.000. Das verkaufen wir nicht so. Okay, warte, dann machen wir es anders. Nimm mal das Gewehr. Nimm mal das Gewehr. Alter, dann mal den Scheiß hier können wir auf jeden Fall verkaufen. Kauf das jetzt auch hier. Wie benutzt, brauche ich auch nicht. So, können wir mal switchen? Danke. Dann schmeißen wir dich mal hier rüber. Und dich schmeißen wir auch mal hier rüber. So, alles abholen. Okay. So, jetzt aber modifizieren. Also, wir schmeißen hier das gute
1,5 bis 5. Die Frage ist, wie viel. Naja, doch, wir nehmen das hier 3 bis 7. So. Dann. Auf jeden Fall würde ich gerne noch irgendwie den Schalli hier. Stabilität ist, glaube ich, wichtig. Steuerung jetzt nicht unbedingt so. Reichweite sind 150. Das ist, denke ich, auch mehr als ausreichend. Griffe und so weiter kann man hier allerdings nicht verändern. Okay, das konnte man bei dem anderen. Wie sieht es nochmal mit dem Lauf aus? Weit mehr. Mehr Reichweite, mehr Stabilität ist, glaube ich, wichtig. Aber lohnt sich das 70.000 wegen 3 Punkten? Wir werden vermutlich eh wieder drauf gehen. Wir lassen es erstmal so. Wenn wir eine Runde überleben, können wir es ja noch mal ein bisschen ausbauen. Ich habe jetzt aber keinen Bock, schon wieder 200.000 auszugeben für 2 Punkte, wenn wir eh gleich wieder sterben. Wir machen erstmal den Test so und dann bauen wir das Ding noch weiter aus. Oder beziehungsweise es gibt auch noch viel geilere. Eigentlich hätte ich ja gerne. Warte mal, wo ist denn das gute Stück? Hier, Sniper Rifle. Hier. Dieses schöne Ding. Es kostet allerdings 500.000, glaube ich, wenn du es kaufen willst. Wert ist hier mit 200, mit 300.000 angegeben. Ist eindeutig die teuerste Sniper, aber auch die mit den meisten Schaden. Und zwar 100 bedeutet, mit guter Muni ist das Ding eigentlich immer One-Shot. Glaube ich zumindest. Würde ich jetzt zumindest so interpretieren. Das heißt, mein Ziel ist es eigentlich, früher oder später mir die hier zu kaufen und damit mal ordentlich zu snipern. Vielleicht auch auf richtig lange Distanz. Wir haben ja genug Scopes. Wir haben dieses Level, dieses Wüstenlevel. Da kann man auch auf weite Distanzen gut snipern. Da gibt es ein paar nette Punkte, wo man sich hinstellen kann. Könnten wir auf jeden Fall mal ausprobieren dann. Schön so auf ein paar hundert Meter. Ob das klappt in dem Spiel, ich glaube aber schon. Die Sichtentfernungen sind gut. Man kann Gegner sehr, sehr weit sehen. Also ich glaube, es sollte machbar sein. Ja, das ist so auch nochmal ein langfristiges Ziel. Gut, aber ich würde sagen, wir beenden die Folge an dieser Stelle erstmal. In der nächsten Folge versuchen wir dann nochmal unser Glück mit dieser schönen kleinen Sniper Rifle. Und dann schauen wir mal, was wir in den anderen Folgen so anstellen. Ich bedanke mich auf jeden Fall herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ja, lasst doch gerne einen Daumen oder ein Abo da und schreibt gerne auch was in die Kommentare. Wir sehen uns dann in einer der nächsten Folgen. Bis dann. Ciao.